Unser nächster Redner ist Wolfgang Wittig, der Bundestagskandidat der Linken hier in Regensburg. Er ist 61 Jahre alt, Sozialarbeiter und seit ca. 45 Jahren ist er politisch aktiv. Davon die meiste Zeit in Initiativgruppen und sozialen Initiativen. Seit ca. 5 Jahren ist Herr Wittig Mitglied bei den Linken und hier für den Wahlkreis Direktkandidat für den Bundestag. Ich begrüße Wolfgang Wittig. Ich begrüße euch auch und ich möchte sagen, ich freue mich, dass ihr trotz NSA, trotz Wetter und so weiter alle hier da seid und eure Meinung kundtun wollt gegen dieses System, gegen diesen Angriff auf wesentliche Grundrechte, gegen den Angriff auf die Menschenwürde. Menschenwürde, jeder hat das Recht auf eine Privatsphäre. Gegen den Angriff auf die informationelle Selbstbestimmung. Das Recht zu haben, was gebe ich von meinen personenbezogenen Daten preis, was ich entscheide, nicht was andere entscheiden. Gegen die Unschuldsvermutung, Demonstrationen. Die Unschuldsvermutung ist ein Grundprinzip unseres Rechtsstaats. Und gegen den Generalverdacht, der eine besonders perverse Form der Verdächtigung ist. Wenn heute Daten abgegriffen werden, werde ich eigentlich verdächtigt, irgendetwas getan zu haben. Und zum Schluss gegen die Gefahrenforschungseingriffe. Die hat man dann gesehen, wenn ich überwacht werde, letzten Endes kann man dann Drohnen hinschicken und die Leute dann liquidieren. Dieses super Grundrecht auf die Sicherheit, das sich manche vorstellen, ja, das in diesem Szenario, das ich gerade gesagt habe, eine große Rolle spielen würde, das ist kein Grundrecht. Es gibt kein Grundrecht auf Sicherheit. Wenn es einen begründeten Verdacht gibt, dann haben wir einen Rechtsstaat, der eingreifen kann. Der Rechtsstaat hat nicht immer Recht. Die Richter können falsch liegen, aber trotzdem, es sind Gerichte da, die irgendetwas überprüfen. Nicht irgendein Politiker soll etwas im Voraus planen und sagen, das ist Recht und das könnt ihr alles machen. Wenn in einem Rechtsstaat etwas schiefläuft, klar, kann passieren, ja, dann ist halt, kann ich gegen das vorgehen. Wie lange das dauert, ist die zweite Frage. Aber ich kann dagegen vorgehen. Ich kann nicht vorgehen gegen die NSA. Ja, ich kriege von denen keine Auskunft. Ich kann dort keine Akteneinsicht nehmen. Ich kann nicht dagegen klagen. Ich glaube nicht, dass sich die deutschen Politiker darauf rausreden können, dass sie nichts gewusst haben. Bin ich absolut sicher. Unser ehemaliger Kanzler Schröder hat die uneingeschränkte Solidarität mit den USA hat er versprochen. Und Effekt ist, dass wir zwar Sicherheitsgesetze gemacht haben, ein kleines Hühnerloch haben wir zugebaut mit irgendwelchen Gesetzen, aber im Hintergrund haben wir für ausländische Geheimdienste ein riesen Scheunentor offen gelassen, wo die dann gnadenlos abgreifen können. Und dann kommt es dazu, unsere Geheimdienste sind dann ja so dreist und sagen, wir haben nichts abgegriffen. Sie tauschen sich aber aus mit den anderen Geheimdiensten. Und dem Ganzen, denke ich, sollte ein absoluter Riegel vorgeschoben werden. Ich möchte, unser Bundespräsident hat gesagt, dass es ein Angriff auf das Freiheitsgefühl der Menschen ist. Das möchte ich noch wesentlich deutlicher sagen. Es ist ein Angriff auf die Freiheit, was da abgegangen ist oder was da abgeht, auf die Pressefreiheit, auf das Briefgeheimnis, auf das gesprochene Wort. Ich denke, wenn etwas geändert werden soll, dann muss massiv auf die Vereinigten Staaten eingewirkt werden. Es müssen Verträge gekündigt werden, damit die Vereinigten Staaten, damit denen klar wird, dass es uns ernst wird, dass es uns ernst ist. Und ich denke, es ist, bis es dorthin kommt, ich glaube nicht, dass Merkel das machen wird. Ich denke, dass wir andere Regierung brauchen und von der Straße weiter mächtig Druck kommen muss, so wie wir es heute auch gezeigt haben, dass trotzdem viele gekommen sind.
Okay, das wär's.